side, starting from low. The trembling inside takes hold of me slow. I ask myself if what you heard is what I said. Is this supposed to be the way I'm going mad? Herzlich willkommen zum 17. Spieltag der Saison 2016-17. Der erste FC Union Berlin empfängt den Angstgegner Greuther Fürth und wir freuen uns in der dritten Halbzeit auf Max Koffler. Hallo Max. Hi. Hallo MC. Ich freue mich auch. Du zum ersten Mal hier bei Union. Wie ist dein Verhältnis zu Union, zum Fußball allgemein? Ist immer so hier so ein bisschen die Gretchenfrage. Ja klar. Also Union ist mein Berliner Verein, würde ich sagen. Aber ich bin jetzt kein Riesenfußballfan. Aber Union ist, ich favorisiere Union auf jeden Fall. Die Stimmung im Stadion, wie gefällt sie hier? Sehr gut, sehr gut. Chance for me to escape from what is growing and irresistibly taking shape. Kommen wir zur Musik. Du hast ein neues Album, Games. Wann kommt das raus? Das neue Album, das kommt raus am 3. März 2017. 3. März 2017. Wir dürfen hier schon mal ein paar Songs hören und gucken. Gehen wir mal ein bisschen zurück in der Geschichte. Du hattest ja eigentlich alles in der Hand. Du hattest eigentlich seinen dritten Anlauf. Ja? Wir sehen hier das Album Tabu. Das ist eigentlich das Debütalbum von Max Koffler. Aber er war auch mal Sänger, Gitarrist, Songschreiber einer Band namens Kerosin, die damals das Emergenza-Festival gewonnen hat und in Europa den zweiten Platz abgeräumt hat. Ich glaube, ihr hattet zwei Major-Angebote. Dann gab es noch so ein paar Indie-Leute, die wegen euch ein Label gründen wolltet. Und dann hast du gesagt, nee, Rock'n'Roll, habe ich keinen Bock mehr drauf. Naja, nee, die Geschichte ist ein bisschen anders. Ich war nicht derjenige, der Einzige in der Band, der einen anderen Weg gehen wollte. Das war dann in der Band, das ist leider ein bisschen auseinandergegangen. Dann habe ich mein Solo-Album halt im Anschluss daran gemacht und dann die anderen in der Band sind ihren eigenen Weg gegangen. So ist es gelaufen. Okay. Also Kerosin damals, leider war eine hoffnungsvolle Band, aber Max hat ja gesagt, man ist eigene Wege gegangen. Du wolltest aber schon musikalisch, wir kennen uns ja auch aus der Zeit vom Rock'n'Roll ein bisschen zur elektronischen Musik. Bei Tabu war es dann so ein bisschen, darf man nicht sagen, Kesselbuntes, aber es war von allem was. Ja, es waren Rocksongs dabei, elektronische Songs, Singer-Songwriter-Songs, Liedermacher-Songs sogar auf Deutsch. Wie sieht es jetzt aus bei Games? Hast du jetzt einen musikalischen Weg gefunden, der, sagen wir mal, eindeutiger ist? Wenn du es so sagst, ist es sogar noch uneindeutiger geworden, würde ich sagen. Ich finde, die erste Platte Tabu war noch relativ akustisch. Jetzt sind teilweise sehr elektronische Nummern dabei, teilweise aber auch Solo. Also es ist immer noch sehr unterschiedlich. Okay. Games erscheint im März. Du hast auch in einem Land weit entfernt von Deutschland Erfolg. Darüber muss man ein bisschen was erzählen, weil hier bei der Tabu-Ausgabe gibt es ja auch, glaube für die südkoreanischen Freunde eigene Songs oder sowas. Also das ist nur so eine bisschen spezielle Geschichte bei dir. Ja, zu Korea habe ich eine spezielle Verbindung. Wobei auf der neuen Platte Games ist ein Song drauf, der heißt auch Saranghae Seoul. Also eine Hymne an die Stadt, die Hauptstadt Südkoreas. Ja, ja. Also immer noch eine starke Bindung. Und bist du da immer noch so populär, wie man es mal im Spiegel lesen durfte? Da hast du ja mal richtig, sagen wir mal, was mit Neil Young auf Tour und alle haben geschrieben, hier Max Koffler in Südkorea irgendwie, ist er der Star? Wie sieht es da aus in Südkorea? Weiß ich nicht, aber ich würde behaupten, man hat mich relativ doch vergessen. Das ist eine Weile her, das war auch eine spezielle Geschichte. Das ist jetzt alles relativ abgekoppelt davon, aber mal schauen, vielleicht wird es ja wieder. Ja, sagen wir mal, ein ungewöhnlicher Musiker, wenn man davon ausgeht, dass eigentlich ein Musiker sofort eine Platte machen will, sofort auf Tour gehen will. Und du hast doch große Abstände zwischen dem, was du mit deiner Band Kerosin, dann Solo, das ist ja auch schon wieder ein paar Jahre her. Was machst du denn zwischendurch? Bist du nicht ganz bei der musikalischen Sache oder ist das ein neuer Anlauf? Wie würdest du das selbst beschreiben aus deiner Sicht? Also ich würde auf jeden Fall behaupten, ich bin ganz bei der musikalischen Sache. Ich arbeite halt
auch noch hauptsächlich tagsüber in einer Galerie, der Galerie Son. Die Plattenfirma, mit der wir jetzt die CD rausbringen, heißt auch Son Sounds. Da gibt es also eine Verbindung. Mir ging es eine Zeit lang vor allem darum, irgendwie Songs zu schreiben, also zu produzieren. Das heißt, mir war es gar nicht so wichtig, auf die Bühne zu gehen und auf die Bühne das darzustellen, weil die Erfahrung hatte ich schon. Und mir hat es immer gefehlt, dass mal etwas Hörbares so entsteht, dass man der Meinung ist, das kann jetzt ganz ohne meine Person einfach in die Welt hinaus. Und funktioniert auch ganz ohne den Künstler auf der Bühne. Also vielleicht habe ich auch aus der Galeriearbeit so ein bisschen diese Überzeugung mitgenommen, dass das Werk wie ein Bild an der Wand hängt und den Künstler eigentlich am Ende gar nicht mehr braucht, sondern das Bild hängt an der Wand. Wer der Künstler ist, ist egal. Wenn das Werk funktioniert, dann ist es am besten. Ungewöhnliches Konzept kennen wir natürlich aus den 80er Jahren, wo auch, sagen wir mal, auch aus den 90ern Techno hat auch so angefangen, dass eigentlich das Credo war, diese Musik braucht keinen Star, sie braucht keinen DJ, der da vorne steht. Ja, das macht man alles so ein bisschen hinten in der dunklen Ecke. Oder es gab Bands, die haben sich in den 80er Jahren nie per Foto auf ihrem Album verewigt. Das ist ein interessantes Konzept. Aber bei dir kommt es mehr aus der Kunst, nicht aus der musikalischen Historie. Nö, es ist auch ein bisschen einfach, ich will mich nicht selbst so stark präsentieren. Also ich bin ganz gerne so ein bisschen, ich verstecke mich gerne so ein bisschen. Habe jetzt lange kein Konzert gespielt, deshalb bin ich gespannt, wie es heute wird. Bin auch ein bisschen nervös natürlich. Aber wie gesagt, ich bleibe gern hinter der Musik, nicht vor der Musik. So würde ich sagen. Wie stellst du es dir denn heute vor? Also bist du solo oder mit Band oder wie machst du es heute? Heute solo, ich bin sehr froh hier zu sein. Leider hat mich die Band ein bisschen im Stich gelassen. Die hatten alle so andere Termine und die sind auch gar nicht alle in Berlin. Und dann habe ich halt mich entschlossen, das alleine zu machen. Spiele ein paar Songs solo, ganz solo, nur mit Gitarre und ein paar Songs mit Playback. Was ich früher niemals gemacht hätte. Aber heute werde ich das mal versuchen, ja. Okay, wir sind gespannt. Aber wenn Games dann rauskommt im März 2017, dann gehst du auf Tour mit richtiger Band und dann läuft alles so. Mal schauen. Ist noch nicht entschieden, was wir machen. Wir nehmen uns auch ein bisschen Zeit, aber mal sehen. Okay. Viel Glück dabei, Max Koffler, heute unser Gast im Wohnzimmer Alte Försterei zur sogenannten dritten Halbzeit nach dem Kick. Vielen Dank und viel Erfolg. Danke.